Hallo, ich begrüße euch sehr herzlich zu meinem ersten Emotion-Podcast Katharina trifft. Mein Name ist Katharina Mohl-Wolf, ich bin die Gründerin und Chefredakteurin des Frauenmagazins Emotion. Mit Emotion möchten wir euch alle auf eurem Weg der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung inspirieren, damit ihr ein noch glücklicheres Leben führt und vor allem eins, das zu euch passt. Wir möchten euch darin bestärken, dass ihr heute auch als Frau alles sein könnt, aber ganz wichtig, dass ihr nicht alles sein müsst. Vielmehr geht es meines Erachtens im Leben darum, dass wir unseren eigenen Weg gehen, mutig, selbstbewusst und unabhängig und immer mit dem Wissen, dass wir nicht allein sind. Auch ich bin übrigens nicht allein, denn ich habe das große Glück, Emotion für euch mit vielen engagierten Frauen zu machen, denen es genauso wie mir sehr am Herzen liegt, uns Frauen auf unseren unterschiedlichen Lebenswegen zu stärken. Denn alles ist möglich, wenn wir nur an uns selbst glauben und uns vertrauen, dass wir unser Ziel erreichen werden. Wenn ihr also mit beiden Beinen im Leben steht, eure Aufgaben in Studium, Beruf und oder in eurer Familie ernst nehmt, gleichzeitig Spaß am Leben habt oder noch mehr Spaß haben wollt, seid ihr hier genau richtig. Denn in meinem Podcast Katharina trifft möchte ich euch künftig starke Frauen vorstellen. Frauen, die verschiedene Herausforderungen und Krisen bereits gemeistert haben und mit uns ihre daraus gewonnenen Erfahrungen teilen möchten. Frauen, die wie ich daran glauben und uns auch zeigen, dass alles möglich ist, wenn wir nur an uns selbst glauben und wissen, wie wir unser Leben leben möchten. Übrigens, parallel zu meinem Podcast starten wir mit Emotion auch unseren neuen Podcast Love Your Sex mit Gianna Baccio. Gianna spricht dort ganz erfrischend und nahbar über das Thema Sex und beantwortet dort auch eure Fragen. Alles zu unseren beiden Podcasts findet ihr auf emotion.de/podcast oder ganz einfach auf iTunes unter Love Your Sex und Katharina trifft. Zum Start meines Emotion Podcasts Katharina trifft möchte ich euch heute zunächst einmal von meinem eigenen Lebensweg erzählen und meine wichtigsten Erfahrungen mit euch teilen. Dabei liegt es mir sehr am Herzen, euch anzustecken, nachzuforschen, was alles in euch steckt. Denn meiner Meinung nach geht es im Leben allein darum, unser persönliches Talent zu finden und nicht darauf zu warten, dass es ein anderer tut. Übrigens postete ein Freund von mir gestern dazu einen ganz passenden Spruch. Dieser heißt: If you don't design your own life plan, there are chances you'll fall into someone else's plan. And guess what they have planned for you? Not much. Stillstand kann für uns deshalb keine Option sein. Und Stillstand ist auch für mich nie eine Option gewesen. Ohne meine Neugier und Offenheit für neue Möglichkeiten würde ich wohl heute keinen kleinen mittelständischen Verlag leiten. Und rückblickend ergeben auch alle Schritte in meinem beruflichen, aber auch meinem privaten Leben Sinn. Und ich finde einen roten Faden hin zu meinem heutigen Unternehmertum. Und das ist schon mal ein ganz gutes Gefühl, wie ihr euch vorstellen könnt. Mit meiner Geschichte möchte ich euch daher heute Mut machen, sich zu erfolgreichen Machern und Macherinnen eures Lebens zu entwickeln, wenn ihr nicht schon längst welche seid. Ich möchte euch dazu inspirieren, euren Weg zu finden und loszugehen und bei allem vor allem an sich selbst zu glauben. Das Unternehmertum wurde mir schon in die Wiege gelegt, wie ich es allerdings erst viel später erfahren habe. Die Wiege stand damals im polnischen Hirschberg, Jelenia Góra auf Polnisch. Das ist eine Stadt in der Nähe von Breslau. Aber ich sollte vielleicht von vorn anfangen. Es begann alles im damals kommunistischen Polen. Meine Mutter war Diplom-Ingenieurin und eine der ersten Mitglieder der damaligen Solidarność, also der ersten Demokratiebewegung im damaligen Ostblock. Denn sie wollte frei sein und nicht im Kommunismus leben. Als sie erfuhr, dass ihr die Verhaftung durch die kommunistische Miliz drohte, entschied sie sich zur Flucht nach Deutschland beziehungsweise zunächst nur für einen kurzen Urlaub in München in einer Gaststätte, in der sie schon mal gejobbt hatte, um für uns Geld dazu zu verdienen. Wir starteten also mit einem Koffer zu einem Urlaub 2 Wochen nach Deutschland. Es war eine waghalsige Flucht in dieser Nacht am 19. Juni 1981. Und aus diesen 2 Wochen Urlaub wurden dann 35 Jahre, denn die Grenzen wurden nach einer Zeit zu Polen dann geschlossen und meine Mutter wollte und konnte nicht mehr zurück und wir blieben.
Meine Mutter startete damals ohne Deutschkenntnisse zunächst als Putzfrau in Deutschland. Sie bekam politisches Asyl, dann fand sie mit Glück eine Anstellung in einem medizinischen Labor und ihr technisches Talent wurde entdeckt. Sie nahm ihre Chance wahr und ist heute technische Leiterin und Personalchefin eben dieses großen medizinischen Labors in München. Von meiner Mutter habe ich viel Lebenskraft und Optimismus geerbt. Und heute möchte ich möglichst viele Menschen mit meinem Optimismus anstecken und darin bestärken, Mut zu haben, ihren eigenen Weg zu gehen. Was waren die Learnings aus dieser ersten Zeit? Von meiner Mutter habe ich gelernt, dass ich kein Opfer meines Schicksals bin, denn ich kann mein Leben aktiv positiv gestalten. Ich habe gelernt, dass ich alles erreichen kann, wenn ich ein klares Ziel vor Augen habe und dass ich keine Existenzangst haben muss, da ich weiß, dass es möglich ist, wieder aufzustehen. Der Neustart bei Null, als wir in Deutschland ankamen, hat mich also stark gemacht. Und mir auch einen sehr großen Vorteil verschafft, denn ich erinnere mich an ganz viele glückliche Momente aus der Zeit, als wir fast gar nichts hatten, und das macht mich heute angstfrei. Wie ging es bei uns weiter? Ich habe Jura studiert und promoviert. Ich habe eigentlich also alles richtig gemacht für den soliden Weg einer Anwältin. Doch der Spaß an der Juristerei blieb aus bis zum Schluss meines Studiums. Mir fehlte irgendwie die innere Überzeugung, dass ich mit der Juristerei etwas bewegen kann. Dann kam ein bedeutender Moment in meinem Leben. Ich gewann ein Praktikum bei der Frauenzeitschrift Marie Claire und entdeckte in dieser Zeit meine große Leidenschaft für Zeitschriften. Ich erinnerte mich in dieser Zeit an einen Traum, den ich als Kind hatte, als ich unbedingt Chefredakteurin eines Frauenmagazins werden wollte. Aber diesen Traum hatte ich dann über viele Jahre in der Schule und im Studium wieder verloren und dieser Traum war plötzlich wieder da. So fing ich dann also nach meinem Jurastudium als Quereinsteigerin im Verlagshaus Gruner und Jahr an. Nach einigen Stationen kam die Idee für eine neue Frauenzeitschrift auf, die Emotion heißen sollte. Zunächst eine Chance, im großen Verlagshaus Gruner und Jahr weiter Karriere zu machen. Letztlich war aber diese Marke Emotion meine Eintrittskarte auf dem Weg ins Unternehmertum. Denn als 2009 die große Wirtschaftskrise in eine Krise des Werbemarkts mündete, stellten die ersten Verlage erste Zeitschriften ein. Gruner und Jahr wurde nervös, denn es gab drei junge Titel im Verlagshaus und Emotion war nur einer davon. Unser Vorbild war ein sehr erfolgreiches französisches Magazin namens Psychologie gewesen. Seit Beginn von Emotion liefen wir aber leider dem Businessplan hinterher. Durch die Krise drohte der noch nicht sehr starke Werbemarkt noch mehr einzubrechen und plötzlich waren wir bei Emotion selbst von der Einstellung bedroht. Der Fachmarkt sprach von einer schwarzen Liste der Zeitschriften, die bald eingestellt werden sollten und Emotion führte diese Blacklist an. Die Unsicherheit im Verlag Gruner und Jahr gegenüber Emotion wuchs also und die zahlreichen Vitality-Checks, in denen ich Emotion gegenüber dem Vorstand verteidigen musste, führten bald bei mir zu einem Bauchgefühl, das besagte, dass ich spürte, dass ich keine Lust mehr hatte, für etwas zu kämpfen, woran die Hauptentscheider nicht wirklich glaubten. Und so warf ich damals im November zunächst 2008 meinen Hut in den Ring und bot das erste Mal den Kauf der Zeitschrift Emotion an. Der damalige Vorstand Bernd Buchholz nahm das Ganze das erste Mal nicht ernst, aber als ich dann am 19. April, ich weiß noch ganz genau, 2009 bei ihm nochmal einen Termin bekam, saß er dann breitbeinig im Sessel, lächelte mich süffisant an, guckte mich an, sagte, dass er mein Angebot, das ich Emotion übernehmen wollte, ganz sportlich fand und er gab mir 8 Wochen Zeit, einen Investor zu finden, mit dem ich Emotion von Gruner und Jahr dann rauskaufen konnte. Dass ich es schaffen würde, traute er mir, glaube ich, nicht zu. Das war mir aber damals egal. Und so ging ich raus. Ich weiß noch genau, wie ich mich fühlte, als ich die Tür schloss, die Sonne schien und ich dachte, jetzt geht endlich mein Leben los. Und ich startete meine Investorensuche, denn eigenes Geld hatte ich nicht und ich musste schon einiges an Geld eintreiben. Das Problem dabei war, dass Print schon damals alles andere als sexy war. Die digitalen Medien wuchsen und damit die Bewertungen des Start-up-Unternehmens, aber einen defizitären Printtitel wollte einfach keiner haben. Und so nahm ich damals das Telefon zur Hand und rief den Freund von mir an, bei dem ich das größte Geld vermutete und fragte, ob er nicht einsteigen wollte.
Und so ging es dann los, denn es dauerte natürlich lange, bis irgendjemand mal ja sagte, dass er dabei sein wollte. Aber auch wenn eine Tür fast zuging und mir jemand sagte, dass er nicht bei mir investieren wollte, gab es fast immer irgendeinen Tipp, bei wem ich es noch versuchen sollte. Und so war es dann Monate später wirklich so weit, dass ich mein Investmentkapital von über 1 Million zusammen hatte. Und ich hatte auch einen tollen Investor an meiner Seite und war bereit für den Sprung ins Ungewisse. Mein Learning aus dieser Phase: Wenn ich für etwas brenne, dann wird es mir auch gelingen, andere dafür zu entzünden. Und so kam es am 20. November 2009 tatsächlich zu meinem Absprung in die Ungewissheit, zu meinem Management-Buyout. Und der Sprung ins kalte Wasser gelang. Raus aus dem goldenen Käfig, rein in das echte Leben eines Startups. Plötzlich war ich Chefin und das bedeutete, dass ich alles war, von einem CEO bis zum Hausmeister. Ich durfte und ich musste mich auch sehr schnell um alles kümmern, Klopapier bestellen, Kabelbinder organisieren, Druckvertrag abschließen, mich mit der Telekom rumstreiten, bis hin zur Investorenakquise. Alles war Chefsache. Es folgte eine große Phase der Aufbauarbeit. Es ging darum, die Marke Emotion mit neuem Leben zu füllen, vieles auszuprobieren, Fehlschläge einzustecken, sich wieder aufzurappeln und immer wieder weiterzugehen. Heute teile ich ein hohes persönliches Risiko, kann aber selbst bestimmen und gestalten und es fühlt sich gut an. Und ich bin nicht allein, denn ich habe ein großartiges Team sowie eine tolle Partnerin als Mitgesellschafterin und Mitgeschäftsführerin an meiner Seite, Anke Rippert, die mich übrigens im ersten Jahr selbst angeschrieben hatte, dass auch sie mitmachen möchte bei meiner Unternehmung. Es war damals eine großartige Idee von ihr, denn wir verstehen uns gut und es macht sehr viel Spaß, eben gemeinsam unseren Verlag weiter auszubauen. Und Anke hat aber auch selber eine eigene spannende Geschichte dazu zu erzählen. Ich habe dazu auch eine großartige Familie, die mir immer wieder auch den Rücken stärkt und mich meinen Traum leben lässt, was ganz toll ist. Und ich habe auch eine Tochter, Clara, die 5 Jahre alt ist. Bei allen Hindernissen, Hürden und Kämpfen, die bei einer Selbstständigkeit immer wieder auch dazu gehören, half mir zudem mein Lösungsmechanismus, mein Optimismus sowie die Willenskraft, etwas zu erreichen und es allen zeigen zu wollen, was in Emotion wirklich steckt. Und vor allem auch mir selbst zu beweisen, dass ich meinen eigenen Weg gehen kann. Nun sind wir aktuell schon 8 Jahre unterwegs, denn es dauert auch wirklich immer länger, als man am Anfang einer Unternehmung denkt. Und es geht uns gut, wir sind endlich über den Berg und kraftvoll aufgestellt und jetzt geht es bei uns um die Expansion. Mit unserem Magazin Emotion habe ich die große Chance, etwas zu bewegen, Frauen, euch alle auf eurem Weg zu stärken, euch zu vernetzen, mutige Frauen über unseren Emotion Award einmal im Jahr in die Öffentlichkeit zu bringen und mich mit Emotion und meinem Team auch für die Rechte von uns Frauen stark zu machen. Und das ist einfach großartig. So haben wir übrigens auch in diesem Jahr unsere große Aktion Was Frauen fordern gestartet, bei der wir über 10.000 Frauen dazu befragt haben, was sie fordern, um gleichberechtigt ihren Weg gehen zu können. Denn wir möchten mit Emotion an den Stellschrauben der Gleichberechtigung selbst aktiv mitarbeiten. Und nun, was habt ihr jetzt von meinem Weg und von meinen Learnings? Mir liegt es am Herzen, dass ihr euch nur eine Frage selbst stellt, dass ihr nur eine Frage für euch selbst mitnehmt aus meinem ersten Podcast. Diese Frage ist ganz einfach und sehr wichtig. Es ist eine Frage, die mich in meinem Leben immer wieder stark gemacht hat und eine Frage, die wir bei Emotion immer wieder unserer Leserin stellen. Es ist eine ganz einfache Frage, die gleichzeitig ein Ausrufezeichen setzt. Meine persönliche Antwort auf diese Frage bewog mich damals zum Sprung aus dem goldenen Käfig Guna und Ja in die Selbstständigkeit. Und sie zeigte mir in den letzten Jahren, welche Kraft wir entfalten können, wenn wir genau das machen, was wir möchten und was das unsere ist. Diese Frage lautet: Wer will ich sein? Also, wer wollt ihr sein? Weiterhin Angestellte, Unternehmerin, Mutter, Teilzeit arbeitend, Ehefrau, Geliebte oder einfach endlich mal nur etwas gelassener? Natürlich gilt diese Frage auch den Männern, falls mir welche zuhören. Also, geht einmal zur Seite und stellt euch diese einfache Frage: Wer will ich sein? Es ist eine Frage, die uns herausfordert. Bin ich zufrieden mit dem Status quo? Es ist eine Frage, die uns auch anregt.
Was könnte ich noch alles schaffen, hinter mich bringen oder vor mir haben? Eine Frage, die ermutigt, ich kann noch so viel mehr erreichen. Aber nur ich selbst weiß, wer ich bin und wohin mich mein Weg führen soll. Eine Antwort auf genau diese Frage zu finden, ist daher entscheidend. Das könnt ihr mir wirklich glauben. Wenn wir etwas an unserem Leben verändern möchten, brauchen wir zunächst ein konkretes Ziel. Dabei geht es jedoch nicht darum, von etwas weg, sondern allein darum, zu etwas hinzuwollen. Das ist ein ganz wichtiges Learning aus meinem Leben. Und natürlich müssen wir auch mutig sein, in die Ungewissheit, die zum Beispiel eine Selbstständigkeit mit sich bringt, zu springen. Aber jeder von uns hat Mut, das dürft ihr nie vergessen. Dieser Mut verlässt uns nur schnell, wenn wir eine große Entscheidung zu lange abwägen. Denn in dem Moment, in dem die Bequemlichkeit überhand nimmt, ist unser Mut ganz schnell weg. Insofern noch ein Tipp von mir. Es ist wichtig, gleich zu handeln, wenn ihr euren neuen Weg gefunden habt. Entscheidend auf dem eigenen Weg ist dann auch die richtige Haltung und ein Urvertrauen zu sich selbst. Mein Weg mit meiner Mutter hat mich gelehrt, dass ich, auch wenn ich noch einmal irgendwo bei Null anfangen müsste, immer selbst entscheide, was ich aus dieser Situation, die mir widerfährt, mache. Dabei ist aber auch wichtig, dass ich mir selbst vertraue, dass ich mein Ziel auch wirklich erreichen kann, dass ich weiß, was in mir steckt. Denn nur wenn ich dieses Urvertrauen habe, überträgt es sich auf andere. Schließlich, und das ist das frauenspezifische Learning von meinem persönlichen Weg, ist es wichtig, sich selbst anzunehmen, aufzuhören, selbst die größte Kritikerin meiner selbst zu sein. Die Designerin Diane von Fürstenberg sagte einmal dazu, dass wir Frauen endlich begreifen müssen, dass die wichtigste Beziehung, die wir im Leben pflegen müssen, diejenige zu uns selbst ist. Denn wenn diese Beziehung zu uns selbst funktioniert und wenn wir uns selbst annehmen, wie wir sind, wenn wir uns trauen, die zu sein, die wir wirklich sind und dabei auch gnädig zu uns selbst sind, wenn wir mal Fehler machen und mal nicht perfekt sind, erst dann sind wir bereit auch für eine Beziehung mit anderen. Und wisst ihr was? Sie hat wirklich recht, wie ich finde. Vor kurzem fragte ich übrigens meine 5-jährige Tochter, auf wen sie sich eigentlich im Kindergarten am meisten freue, als wir aus dem Urlaub zurück waren. Und sie sagte sofort, ich freue mich auf mich selbst. Ich schaute wohl sehr überrascht, denn sie ergänzte gleich ganz bestimmt, ich mag mich, Mama. Und was könnte ich da noch hinzufügen? Ich hoffe einfach nur, dass sie sich dieses Selbstbewusstsein erhält. Und es ist auch ganz wichtig, wir müssen uns von der Meinung anderer frei machen. Denn es ist unser Leben, es ist euer Leben. Und ein glückliches Leben kann ich nur dann führen, wenn ich selbst entscheide, welche Rolle ich leben möchte, ganz unabhängig von der Meinung anderer. Diese Freiheit, die wir Frauen heute haben, kann tagtäglich auch zu viel Zerrissenheit führen. Auch das kenne ich von meinem eigenen Leben. Vor allem, wenn ich als Frau alle Freiheiten auch leben möchte, die ich heute habe. Denn wir Frauen stecken heute in einem Dilemma. Denn zu 100% für die Familie da zu sein, fürs Unternehmen oder den Job, dabei auch an Frauen zu denken und dann auch immer noch ausreichend an meine eigenen Bedürfnisse zu denken, das funktioniert einfach nicht. Aber da dies sowieso nicht möglich ist, möchte ich euch auch aus meiner Erfahrung heraus vorschlagen, dass wir Frauen uns deshalb endlich mal alle entspannen sollten. Wir sollten uns weniger Druck machen, den Perfektionismus in die Ecke stellen und wir sollten mehr darauf vertrauen, dass wir schon selbst am besten wissen, was für uns gut ist. Denn erst wenn wir selbst glücklich sind, können wir auch andere glücklich machen. Das möchte ich noch einmal wiederholen. Schließlich, und jetzt bin ich gleich beim Ende und bei mir persönlich, möchte ich auch in meinem Leben nie ein Lonely Hero sein. Ich wünsche mir übrigens auch selbst, dass wir Frauen künftig weniger unsere verschiedenen Lebensmodelle vergleichen, dass wir endlich aufhören, andere Frauen zu bewerten. Ob die berufstätige Kollegin ihre Rolle als Mutter gut meistert, ob es richtig ist, dass sich die promovierte Diplom-Ingenieurin für die Rolle als Hausfrau entschieden hat, wie Frauen überhaupt glücklich werden können, die gar keine Kinder haben wollen. Denn solche Bewertungen rauben uns nur Kraft und schmälern unser Selbstbewusstsein. Und ich hoffe sehr und wünsche mir, dass uns das endlich mal bewusst wird. Wie schon zu Anfang gesagt, bin ich davon überzeugt, dass wir heute alles erreichen können, wenn wir eine Vision für unser Leben haben und wenn wir selbstbewusst sind.
Und uns nicht von Stereotypen von unserem Weg abbringen lassen, auch wenn es manchmal sehr viel Kraft braucht. Umso wichtiger ist, dass wir begreifen, dass wir nichts allein schaffen müssen, denn in Gemeinschaft mit anderen Frauen ist es einfach leichter und vor allem auch gemeinsam und gleichberechtigt mit Männern. Meine Mutter hat ihr Ziel erreicht, weil auch sie auf Menschen traf, die an sie glaubten. Und auch ich bin sehr dankbar und glücklich, dass ich auf meinem Weg viele Menschen getroffen habe, die zunächst an mich, dann an unsere Vision für unseren Verlag geglaubt haben oder immer noch glauben und die in unseren Verlag investiert haben oder auch voller Engagement tagtäglich mitarbeiten und uns oder uns als Leserin weiterempfehlen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast und unser Magazin Emotion euren Freundinnen weiterempfehlen würdet. Also, tretet jetzt einmal zur Seite und überlegt euch, wer ihr sein möchtet in eurem Leben. Wenn ihr dann zu dem Entschluss kommt, dass ihr euren bisherigen Weg ändern möchtet, dann legt bitte los. Traut euch, euch von dem, was es auch an gesellschaftlichen Vorgaben gibt, zu entkoppeln und auch mal gegen den Mainstream zu schwimmen, wenn es auf eurem Weg nötig ist. Denn Durchschnitt braucht wirklich keiner. Echtheit ist heute gefragt, Authentizität, das Wort, was wir ja kaum mehr hören können, und Individualität. Merkt euch vielleicht auch noch einen meiner Lieblingssprüche. Und dieser heißt: Always be yourself unless you can be a unicorn. Then always be a unicorn. Und jetzt seid ihr dran. Ich wünsche euch für euren Weg alles Gute und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört in meinen Podcast. Schreibt mir auch gern euer Feedback auf Facebook und bewertet mich hier auf iTunes. Bis bald, eure Katharina. PS: Ihr könnt euch schon jetzt auf die nächste Folge meines Podcasts freuen, in der ich Martha treffe, die 8 Jahre versucht hatte, schwanger zu werden und plötzlich über Nacht Mutter wurde.